Was ist ein Stream ohne Brosips Studien, nämlich kein richtiger Stream? Deshalb gucken wir uns jetzt an die drei größten Mythen, die drei größten Fitnessmythen, an die du die drei größten Fitnessmythen, an die du noch glaubst. Das wird doch mal interessant. Drei große Fitness. Let's go mit Brosep. Mythen, an die super viele Menschen noch glauben. Mythos Nummer 1. Stoff XY verändert dein Mikrobiom und das ist schlecht. Was? Was viele nicht verstehen, ist, dass dein Mikrobiom... Samstagabend und ab in den Anatomieunterricht. ...mikrobiom immer das Resultat von deiner Ernährung ist. Alles, was du isst, verändert demnach natürlich irgendwo dein Biom. Warum, fragst du dich? Ganz einfach... Also das ist ein Fitnessmythos, den ich noch nie gehört habe. Dein Mikrobiom, also quasi alle Mikroorganismen, die in dir leben, werden über deine Nahrung mitgefüttert. Das, was du also tagtäglich zu dir führst, das essen diese Mikroorganismen einfach mit. Stell dir jetzt vor, dass gewisse Bakterien einfach Bananen abgrundtief hassen würden. Wenn du jetzt den ganzen Tag Bananen isst, dann sorgst du natürlich dafür, dass diese Bakterien sich immer weniger wohlfühlen und irgendwann einfach abhauen und sich einen neuen Job suchen. Und ich nehme Yasio, Boberkurva. Aber du kannst alle möglichen nehmen. Ich finde Yasio ganz geil. Auf der anderen Seite gilt natürlich auch, wenn du das isst, was du sowieso schon immer gegessen hast. Tante und 28 Gramm Käse hatte der auch noch auf dem Toast, der Patrick. Hast ganz gleich, ob deine Ernährung jetzt gut war oder auch nicht so gut, dein Mikrobiom wird sich in dem Fall natürlich nicht großartig verändern, weil es sich schon an deine Ernährung angepasst hat. So konnte eine Studie aufzeigen, dass diverse Süßstoffe gewisse Bakterien begünstigen, die wiederum vermehrt Butyrat produzieren. Lustigerweise existieren nicht nur zahlreiche Studien, die diverse Vorteile des Butyrats aufzeigen konnten. Nein, ein Butyratmangel korreliert tatsächlich auch noch mit Übergewicht, Diabetes oder auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In den Mainstream-Medien heißt es dann, Süßstoffe verändern dein Mikrobiom. Super gefährlich. Aber das tut eigentlich jedes Lebensmittel. Die Frage, die man sich stellen muss, sind diese Veränderungen schlecht? Oder auch gut. Man könnte auch sagen, Krafttraining verändert deine Muskelmasse. Richtig, sie wird größer und das ist wiederum aus, Gott sei Dank, ne? aus rein gesundheitlicher Sicht immer ein Vorteil. Mythos Nummer 2, Whey sorgt für Akne. Bisher existierten kaum Studien, die diesen Sachverhalt ganz konkret untersucht haben. Also ob Whey Akne begünstigt oder... Auf gar keinen Fall. Oder sogar verursacht. Es gibt zwar keinen rationalen... Keine Akne direkt. ...einen Grund, der dafür sprechen würde, aber nur weil wir den konkret... Ich habe mal eine Zeit lang einen Test gemacht. Ich habe wirklich... am Tag vielleicht 100 Gramm Fleisch gegessen, nur Aufschnitt morgens früh. Und sonst habe ich wirklich meinen Proteinbedarf nur aus Whey und Isoclear gedeckt. Ich hatte weder Verdauungsprobleme noch Hautprobleme oder irgendwas. Ich wurde sogar ganz normal gesättigt. Klar, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, weil ich bin immer noch der Meinung, echtes Essen ist wertvoller, auch vom Aminosäurenprofil, als Pulver. Ist meine Meinung. Da streiten sich natürlich die Leute drum. Aber ich habe es mal ausprobiert, ein paar Wochen lang, und ich hatte gar keine Probleme. Ich habe mich ausschließlich von Rice Pudding mit Whey ernährt, Isoclears mit Reiswaffeln nach dem Training und so weiter, und es ging völlig klar. Konkreten Mechanismus noch gar nicht kennen, heißt es ja noch lange nicht, dass es absolut zu 100% ausgeschlossen ist. Denn ihr wisst es hoffentlich. Im Körper laufen tausende Prozesse gleichzeitig ab. Und genau deswegen sollten wir uns immer einen gewissen Outcome anschauen, in dem Fall, ob Whey ganz konkret Akne verschlimmert oder auch verursacht. Und wie es der Zufall so will, kam vor 2 Wochen eine brandneue Studie raus, die sich genau diesen Sachverhalt angeschaut hat. In dieser 6-monatigen, randomisiert placebo-kontrollierten Studie wurden die Probanden angewiesen, entweder 30 Gramm Whey-Protein oder ein Placebo zu konsumieren. Was kam raus? Nun, es gab keinerlei Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Der Grund... Seht ihr, die Studie hat es mal wieder bewiesen, Freunde. Und warum sich dieser Mythos hartnäckig hält, Whey konsumieren die meisten Menschen tatsächlich... Nein, Jens, weil es war ja kein veganes Whey. ...in einer Phase, wo sie A, vielleicht sowieso Akne bekommen hätten, also aufgrund ihres Alters, oder in einer Phase, wo sie verdammt viele Variablen einfach abändern. Sie nehmen zu, sie nehmen ab, sie ändern ihre Lebensmittelauswahl, sie fangen an zu trainieren, sie geben Gas im Training oder was auch immer. Und genau hier... Wenigstens hat Brosep jetzt einen anständigen TÜV. ...kommen natürlich RCT-Studien ins Spiel, die versuchen, alle möglichen Variablen konstant zu halten und eben nur eine Sache zu verändern. In dem Fall... ob Whey getrunken wird oder auch eben nicht. Und bevor wir zum letzten Mythos kommen, der aktuell doch stärker wieder aufblüht, wenn... Vielleicht Wiederholungsbedarf, Wiederholungsbereich im Training? ...du die meiner Meinung nach besten Subs der Welt haben. Ach so. ...willst oder diesen Kanal hier supporten möchtest, dann findest du den Link in der Beschreibung. ivosportsfield.com. Danke dir, mein Lieber, für die netten Kommentare hier. Ich hoffe, du hast... Ich gebe dir das Doppelte zurück für 2024. Bleib gesund,
erreich deine Ziele. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in der Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und weiter geht's mit dem Video. Und mit dem Code Z bekommst du wie gewohnt den... Wer vor 100 Jahren die Handel erfunden hat, einfach ein Macher, ja Mann. Allergrößten Rabatt. Mythos Nummer 3. Kommt in ganz vielen verschiedenen Farben und Formen. Zum Beispiel, du musst laufen, um fit zu sein. Oder du musst Kreuzheben, um funktional zu werden. Oder du musst dich dehnen, um schön... Sehr sauberer Boden. Geschmeidig und flexibel zu sein. Die Liste geht wirklich ewig so weiter und im Grunde wird oft so getan, als hätte man dadurch einen gewissen Vorteil außerhalb des Sportes. Also nicht, dass du besser laufen kannst, wenn du oft laufen gehst, wer hätte das gedacht, sondern dass du dadurch noch einen weiteren Vorteil hast und deswegen sollte man sich ja dehnen oder was auch immer. Klar, wenn du in deinem Alltag oft vor der Polizei zum Beispiel weglaufen musst, dann solltest du auf jeden Fall... Der Nillion in seinen Jugendjahren. ...gut laufen können. Oder wenn du in deinem Alltag eine gerade 200 Kilo Hantelstange mit einem geraden Rücken aufheben müsstest, ja, dann solltest du auch oftmals Kreuzheben ausführen. Oder wenn du im Club auf der Tanzfläche ja einen Spagat rausballern möchtest. In dem Fall solltest du dich auch natürlich regelmäßig dehnen. Ansonsten bringt es dir nichts, super lange laufen zu können, mega viel Kreuzheben zu können oder auch super flexibel zu sein. Und um deinen Alltag perfekt meistern zu können, um zum Beispiel Einkaufstüten zu tragen oder auch mal ein paar Gläser, ein paar Teller aus dem obersten Regal rauszuholen, reicht ganz normales Krafttraining absolut aus. Denn wie viel wiegen schon ein paar Teller, ein paar Gläser? Nicht das, was du in der Regel über Kopf drückst und auch wenn du nicht super stark bist. Ich meine, wenn du 30, 40 Kilo über Kopf drücken kannst, ey, da müsstest du ja schon 100 Gläser oder was auch immer tragen. Ich frage mich immer, woher nimmt Sepp die Ideen für sein Content? Weil es kommt jede Woche ein Video zu irgendeiner Studie, das ist geisteskrank, ne? ...müssen und das wiederum ist... ...der Studienmeister Sepp. ...in der Regel jetzt auch nicht etwas, was du jeden Tag machst. Dementsprechend erzeugst du durch Krafttraining einfach so viel Overlap auf alle möglichen weiteren Funktionen deines Körpers, sodass eine 4 Kilo Einkaufstasche oder was auch immer, dass das jetzt echt kein Argument ist, um jetzt im Training Farmer's Walk oder irgendwas mit 50 Kilo zu machen. Du hast in der Regel keinen alten ChatGPT, ey, wer weiß. Tag, der davon... Ich schreibe ChatGPT seinen ganzen Skript für die Videos. ...und profitiert, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn es dir aber Spaß macht, immer schneller zu laufen, immer flexibler zu werden oder immer mehr Kreuzheben zu können, ja dann go for it. Es spricht wirklich nichts dagegen. Aber du hast dadurch keinen Vorteil für deinen Alltag und natürlich, du wirst dadurch auch nicht irgendwie gesünder. Also es ist halt einfach ein Skill. Einen Spagat zu können, bringt dir also im Grunde genauso viel wie jonglieren. Oder ja, wie, keine Ahnung. Da hat er aber recht. Super gut Jojos. Jojon. Wie auch immer. Mach also das, was dir persönlich Spaß bereitet. Wie gesagt, Krafttraining ist alternativlos, um die zahlreichen gesundheitlichen Vorteile abzuholen, aber dafür musst du nicht 300 Kilo Kreuzheben ausführen, wenn du verstehst, was ich meine. In diesem Sinne, gutes Training euch, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Schade, ich dachte, wir haben hier eine Studie, also nicht einen schönen Mythos über Kreatin, dass Kreatin dick macht oder beispielsweise Wiederholungsbereich 15 bis 20 auf Defi. 3 bis 8 auf Masse, Brudi. Kennt ihr, ne, diese Mythen. Damit hatte ich jetzt gerechnet. Naja, aber dennoch wenigstens ein unkompliziertes Video, eine unkomplizierte Studie. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei Oase gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder Oase. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank
Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer dreimal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.